Hallo zusammen, die Nachbarsbauern, zwei Ahnungslose voller Tatendrang im Wald sind wieder unterwegs. Und ja, ihr seht es schon, Andi hat wieder übertrieben. Etwas. Was? Hä? Ich hab platzsparend beladen? Ich wollte nur, dass wir halt alles draufkriegen hier. Ja. Das Problem an der ganzen Sache ist, die Spanngurte reichen nur zu den unteren zwei Paletten. Die vier da oben stehen so freischwingend darum. Also das könnte. Da musst du halt einfach ein bisschen langsamer fahren. Hast du jetzt eigentlich mal mit dem örtlichen Stromversorger telefoniert? Ja, wir werden einfach hier als Geisterfahrer fahren. Da müssen wir nicht unter der Leitung durch, weil ich weiß nicht, ob das so gesund wird. Es könnte aber von der Höhe auch gerade reichen, wenn ich mir das so... Nee, wir sind drüber. Aber das sind WLAN-Stromkabel. Ach, das sind WLAN-Stromkabel. Ja gut, dann ist ja alles gar kein Problem. So, wo schmeißt man die jetzt noch drauf? Ach, da auf die Metall da. Ja... Kann passieren, Stefan, kann passieren. Stefan, das kann gar nicht sein, weil du hättest es gar nicht hingekriegt. So, okay, wir können abfahren. Magst du überall Spanngurte ran hier? Warte mal, lass mich nochmal aufsetzen hier. So, dann ich stehe erstmal so. Dann machen wir hier einmal. Oh. Ist sie lose? Muss wieder festmachen? Ja, ist fest. Vorne ist noch nicht fest, oder? Doch. Ja, okay. Ja. Na dann. So. Sattel die Hühner. Wir reiten nach Texas. Ich sehe nicht mal das obere Ende. Oh Gott. Gott, das kippt jetzt schon. Nein, Kaki, tu's nicht. Schmeiß ihn nicht um. Aber ich mach das wieder ganz taktisch. Ja, ist da vorne ein Beifahrerplatz noch frei? Aber was war hier? Nee. Schade. Ich hab mal den Tempomat auf 3 km/h eingestellt. Okay. Ja, mit Highspeed. Ich beschleunige 5. Na, guck mal, die Achterbahn ist nicht weit. Ja. Aber ist doch. Das Problem wird nur eins sein. Wenn er gleich die unteren Tische, Schränke wegnimmt, werden die oberen zusammenbrechen. Ja. Egal. Ja. Wir sind sogar höher wie die Pfosten, also. Ja, guck mal, jetzt fahren wir schon 10 km/h, das ist ja der Wahnsinn. Schwertransport hier in Silverrun. Silverrun Forest. Hab noch mal ein bisschen drauf. Wie war das? Oh, ich glaube, wir müssen tanken. Ja. Einmal in die Tankstelle rein. Ja. Ich glaube, dafür ist das Fahrzeug gerade eben nicht ausgelegt, Kaki. Oh Gott. Ich muss Kurve fahren. Oh, ich muss langsam machen. Oh nee, da kommt ein Auto. Nein. Bleib stehen. Oh, gutes Auto. Man kennt doch aber die KI. Aber die Reifen sind noch nicht im Boden versunken, also so schwer kann es gar nicht beladen sein. Ja gut, vom Anhänger irgendwie schon, da sind die Reifen schon ein bisschen... Bisschen eckig. Oh. Wir sind bleib nicht, da. Bleib nicht an der Laterne hängen. Nein. Oh Gott, da kommt Gegenverkehr.
Der untere Knick ist nämlich ganz schön tief. Ja, guck mal. Profi. Ah, hervorragend, Gacki. Okay, gut, Schränke sind dann nicht so viele weggegangen. Ein bisschen was geht so noch rein hier irgendwie. Ja gut, die Verkaufsstation ist ja auch nicht weit. Ja, wir nehmen jetzt die da drüben. Also ich fahre definitiv nicht nach Elm Creek mit dem. Was? Hä? Verstehe ich jetzt gar nicht, warum. Nee, 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 nee. Oh, jetzt müssen wir durch die Stromleitungen durch. Oh. Ja, Britzel, Britzel, wie du Britzel. sagtest, WLAN-Stromkabel. Ja. Ich bin ja vorhin schon mal testweise durchgeflogen. So, das gibt jetzt 3 €, oder? Es gibt einen 3,50 €. Oh ja, das gefällt mir. Okay. Guck mal. So, jetzt muss ich nur ein bisschen weiter rüber. Das hat nicht so ganz geklappt. Ah, jetzt ja. Oh Gott, steht das schräg. Hallo? Die eine Palette steht doch außerhalb. Warte mal, ich muss, glaube ich, die Spanngurte einmal lösen vorne. Ui! Ui! Naja, fast. Der Stapler ist vielleicht ein bisschen schwer. Vielleicht ist auch Oder das Eisen. So. nein. Hilfe. Ja, Ah ja, guck mal jetzt. Ja, sieht doch fast gut aus. Ich Aber es hat Geld gegeben. Ja. So, einmal hopp. Jawohl. Und einmal. So. So, warte mal, jetzt muss ich mal was gucken. Die Fassfabrik. Ja, ja, da müssen wir dann am nächsten Morgen gucken, dass wir dann die Achterbahn wieder zum Bauen weiterbekommen. Wobei es ist ja eh schon 19 Uhr. Die Zeit rennt ja. Das stimmt. So, haben wir noch irgendwo was? Warte mal, Möbelfabrik Waren war. Treppengeländer haben wir leer gemacht. Ach ja, die Holzfliesen, da müssen wir noch hin. Genau. So, ich stehe. Ein paar Holzfliesen. Der mittlere Anhänger schwebt da eigentlich nur. Und ich habe irgendwie die Drehzahl ist voll hoch und ich war irgendwie Hallo? Hallo? Was gibt das da hinten? Hilfe! Das sieht hervorragend aus, Kaki. Warte mal, ich muss mal was gucken. Naja. Dadurch wird es auch nicht besser. Solange du mich nicht überholst, ist alles gut. Okay, ich gebe mir Mühe. Ich habe ein bisschen Zeitlage. Ach Gott, nee, Hilfe. Ich bitte lachen. Warte mal. Kann dir vielleicht noch ein bisschen helfen. Was ist das für eine komische Physik heute hier? Ich bin ein bisschen weiter hinter gefahren, also auf der hinteren Achse, weil ja vorhin dein Sprinter so komisch. Ja.
Hallo Kesu, wir fahren nur spazieren hier. Oh. Rule the fields, mountains and steep hills. Hay and forage pack available June 13. 13. 13. So, dann gucken wir mal. Hier haben wir Fliesen. Da kommen noch 8 Paletten raus. Und dann haben wir, glaube ich, die Produktion erstmal leer. Ja gut, Metall sieht gut aus. Tja. Sind voll bei der Arbeit, wie immer. Hallo Gacki. Ey. Ich kann gar nicht zur Scheibe rein, ist schade. Ja, die Scheibe ist auch zu und das ist Panzerglas. Ah, naja, gut, dann ist es ja völlig logisch. Ach, Ja. warte Machen wir da mal so einen Stapelwettbewerb dann, Gacki? mal. Nee. Warum? Ich kann sowas doch nicht, weißt du doch. Ja, musst ja nicht du alleine machen, sondern ich weiß nicht, vielleicht kann man ja da so ein Event daraus machen. Ja, ich muss mal gucken, wie dieses, ob das wirklich ein eigenes Ding wirklich ist, dieses Bale-Stacking. Müsste ich mir mal den Beta-Launcher runterladen und mir das mal angucken. Weil reines FSL werde ich definitiv nicht machen. Da hatten wir ja mal getestet mal vor langer Zeit. Aber das ist definitiv nicht meine Sache. Ja, meine auch nicht, aber so ein privates Event für uns halt mal, keine Ahnung, das kann sich halt jeder von uns, kann ja mitmachen, der Lust hat. Und dann gucken wir mal, wer am besten stapeln kann. Oh. Also die Bordsteine sind hier irgendwie schon ein bisschen wild halt, ne? Oh, amerikanischer halt. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Fließen, fließen, fließen. Ach, da sind die Holzfliesen. Ja gut, ist schon alles raus. Perfekt. Das war dann eine schnelle Nummer. Alter, das gibt's ja gar nicht. Was ist mit den Paletten los? Weißt du, wie der Bordstein drüber schon fliegen sie dir um die Ohren hier. Ja. Also, mit der Gabel kann ich durch den Bordstein durch, mit den Reifen nicht. Also, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, ey. Ja.
Ja, genau. Genau, dann neben dran. Ja, guck dir mal die Innenkante hier von den. Du hast hier innen am Bordstein auch noch mal eine Kante, die wo hier hochgeht. Was? Oh. Keine Ahnung, was sie sich dabei so gedenkt haben. Tiefer gelegter Bürgersteig. Ja, ist es. Das war die falsche. Hier vorne. So. Soll ich mich vielleicht mal mittig platzieren? Mal gucken, ob das besser wird. Oh. Okay. Ich bin noch gerutscht, obwohl der Ja. Motor aus war. So, Motor Oh, an. das sieht gut aus. Da Da steht steht ein nur ein Auto. Auto. Ja. So, komm, wir nehmen die Abkürzung. Über Felder und Wiesen. Nein. Was? Fragen und Beschwerden bei Giants, die können helfen. Glaube ich nicht. Wem wird noch geholfen? Ja. So, dann schmeißen wir die auch schnell in die Achterbahn und den Rest nach drüben. Oh, Ja, gut. 368 Euro, yay. Geil, ich bin reich, Gacki. Was steht denn hier noch? Ach, da steht auch noch hier ein paar Schindeln um. Aber ich würde sagen, jetzt fahren wir ja wieder einigermaßen gut. Dann fahren wir noch nach Elm Creek schnell. Da gibt Ja, es nach drei Elmkrieg. Euro mehr. Krieg ich dann Eis? Weiß nicht, nehmen wir mal von aus Elm Creek gab es, glaube ich, Marshmallows. Marshmallows? Gab mal, oder ich hatte mal ein Paket von Giants bekommen, wo aus Hot Bellerin ein Olivenöl, aus Elm Creek Marshmallows und aus Erlengrad irgendwie Schokolade. So Promotion-Sachen halt. Cool. Hast es ja alle aufgegessen. Bis auf das Olivenöl, ja, das steht noch rum. Okay, was? Aber Aber wie? die Marshmallows, die waren sehr schnell weg und die Schokolade auch. Wie kann das Olivenöl noch bei dir stehen? Ich meine, braucht man doch eigentlich relativ viel, oder? Ui, 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 ui. ui, Oh, ui. ja. Da war eine leichte Bodenwelle. Ja, eindeutig. Das war eindeutig eine Bodenwelle. Ich habe es ganz genau gesehen. Ja. Was gab's denn da noch? Da gab's noch irgendwie zwei, drei andere Sachen. Ich weiß es gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall irgendwie witzig. So, möchtest du dich nochmal in den So. Baum wickeln? Es wäre jetzt toll, wenn ein Zug kommen würde, so direkt, wenn wir da abgeben wollen. Ich würde es Nein, ein bisschen nein, nein, nein. feiern. Wollen wir das mal gucken, wo ist der Zug? So, wo ist. Da ist die rote Markierung. Gerade ich sehe keinen Zug. Ich habe das ja inzwischen gelernt. Aha. Zug! Jetzt ist der Moment. Kein Verlass auf den. Ich habe, glaube ich, nur Probleme, hier irgendwie hochzukommen. Ja, fährst du ein bisschen gegen die Alverwand, hä? Nee, ist da nicht, aber du bist vielleicht ein bisschen Sicher? schwer da hinten. Naja, doch hier. Ja, normal kannst du da geradeaus hochfahren, also mit ohne Gabelstapler geht das. Aber dann fahren wir eben hier raus. Zug!
Was musste Andi abkuppeln? Ja, das, ups, da steht ein Baum. Ich könnte Nee, ja nee, nee, Andi nee, einfach nee. auf den Gleisen abkuppeln. Nee, Genau. nee, nee, das machen wir nicht. Ne? Das tut Aua. Das hat der Gacki schon mal ausprobiert. Sich vom Zug um den Baum wickeln lassen, ist jetzt nicht so. Ja, ich merke, ich bin vorne leichter geworden. Meine Ja. Räder machen irgendwie komische Sachen. Oh, oh, ja. Das ist. Die Räder sind's wieder. Ja. Ja. So, aber ihr Lieben, wir haben es schon wieder geschafft. Guck mal, pünktlich zum Feierabend der Folge sind wir wieder zu Hause angekommen. So, wenn wir noch hier rüberkommen. Also, da würde ich sagen, nächste, oh, ich dachte, das ist ein Zug, aber das ist nur ein Auto. Nächste Folge wieder reinschauen und ja, Spaß haben. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, liebe Leute, Däumchen da lassen nicht vergessen, ja, und Kommentare und so, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Bis denne!